Mein Schreibtisch hat sich über die Jahre verändert. Mit einem Computer angefangen, wollte ich schnell mehrere Monitore, bis ich letztlich 3x 27 Zoll Monitore neben mir hatte. Das Problem war dabei, dass es drei unterschiedliche waren. Rechts der iMac mit 5K und so ziemlich dem besten und schärfsten Display. Dazu ein toller 4K LG Monitor, der entspiegelt war, und dann noch ein alter Philips Monitor. Doch nun hat sich alles, und damit meine ich wirklich alles, komplett geändert. Das neue Prachtstück ist hier der 49 Zoll Samsung Monitor. Und das ist jetzt ein Ultra-Wide Curved Monitor mit vielen Vorzügen. Also zum einen habe ich natürlich jetzt alles auf einen Blick ohne nervige Display-Ränder, und vor allem gibt es jetzt hier auch keinerlei Unterschiede zwischen der Auflösung oder zwischen der Farbkalibrierung. Alles sieht einfach genau gleich aus, was es natürlich ein deutlicher Mehrwert bedeutet. Im Grunde ist das aber ein echter Gaming-Monitor. Also rein für Office-Anwendung ist das jetzt natürlich totaler Overkill. Also nicht nur, weil es natürlich ein bisschen viel Pixel sind für normale Office-Aufgaben, aber für den vergleichsweise geringen Preis von ca. 1000 Euro bekommt man einfach ja sehr viele Pixel und eine hohe Auflösung und ein tolles IPS-Panel, das übrigens mit 120 Hertz auflöst. Und da kommen wir dann natürlich dann sofort in den Gaming-Bereich, weil da kommen 120 Hertz absolut eben auf ihre Kosten. Jedoch solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr einen sehr tiefen Schreibtisch habt, weil nämlich der Standfuß natürlich sehr, sehr viel Platz in der Tiefe einnimmt. Das Schöne daran ist, dadurch steht auch der massiv große Monitor auch wahnsinnig stabil darauf rum. Ihr müsst euch vorstellen, der ganze Monitor und auch in der Breite, alles lastet eben auf diesem einen Gelenk und eben auf diesem einen Standfuß, und dadurch nimmt es wirklich viel Platz weg. Aber auch funktional ist der Standfuß. Wenn man keine andere Möglichkeit hat, dann kann man natürlich daran die Kopfhörer befestigen und schon sind die schön aufgeräumt. Außerdem lässt sich der Monitor dadurch sowohl in der Höhe verschieben als auch drehen und neigen. Also perfekt für jeden eigentlich. Auf 49 Zoll bekommt man wirklich alles drauf, selbst wenn man zig verschiedene Dinge gleichzeitig geöffnet hat. Ich meine, wenn euer Laptop das packt, sind das einfach abartig viele Pixel und verdammt viele Rechenprozesse. Und da habe ich jetzt so einen Einsteiger-Windows-Laptop gehabt, der hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, aber der M1 MacBook, den kriegt man nicht so schnell an seine Grenzen. Der Monitor lässt sich übrigens auch einfach einstellen. Man benötigt keine Fernbedienung, sondern alles mit einem Knopf, mit dem man einfach im Menü alles ansteuert. Dabei kann man jetzt FreeSync an- und ausschalten. Ich kann hier jetzt auch von 120 Hertz auf 60 Hertz herunterschalten. Für Streaming könnte man jetzt natürlich dieses Mikrofon hier benutzen. Ihr hört schon das ganze Video genau das Mikrofon, das jetzt hier angeschaltet ist. Und das ist das Shure SM7B. Es ist kristallklar und eigentlich eines der besten Monitore auf dem Markt. Und das hängt auch tatsächlich an dem Schmuckstück, wenn man das so möchte. Und das ist nämlich der Mikrofonarm von der Marke Blue. Und wenn ihr mal schaut, wie hässlich sonst solche Mikrofonarme sind, dann finde ich das echt cool, denn das ist jetzt der Blue Compass Premium. Und das Schöne daran ist einfach nur, dass das hier jetzt auch das Kabel unsichtbar macht und es einfach in dem Gehäuse quasi verschwindet. Und es ist trotzdem ein wahnsinnig schönes, hochwertiges Material, obwohl es vergleichsweise ein leichtes Material ist. Ich weiß gar nicht, ob das Aluminium ist oder so gebürstet. Ich bin auf jeden Fall sehr davon angetan und jetzt im Vergleich zu den üblichen Mikrofonarmen kann ich das hier echt empfehlen. Komplettiert wird das Gaming-Setup eigentlich auch aktuell zumindest von ein paar Logitech G-Produkten. Zum einen nutze ich das Logitech G733 und das gibt es in der Farbe Weiß, und vor allem war ich eigentlich auch überrascht, wie stabil die Wireless-Verbindung ist. Ich persönlich finde ja dieses Weiß echt extrem cool, weil man das einfach so selten sieht im Gaming-Bereich. Außerdem ist das violette Farbband dann doch schon ein echter Hingucker. Logitech hat mittlerweile auch bei allen Produkten eine Art frustfreie Verpackung, also bei der auch nur das Nötigste dabei ist und man sieht einfach sofort, was im Lieferumfang ist.
Der Tragekomfort ist sehr hoch. Ich meine, schaut mal, wie elastisch die Bügel sind. Und auch beim Klang fand ich eigentlich die 7.1 Unterstützung klasse. Nur bei der Haptik und ja, bei der Mikrofonlautstärke würde ich jetzt ein bisschen was abziehen, aber die schlechten Dinge sind so gering, sage ich jetzt mal, dass ich eigentlich alles andere, dass es bei mir überwiegt und ich habe auch natürlich auch keine Latenz, von daher einwandfrei. Als Keyboard nutze ich die Logitech G915 Lightspeed RGB Tastatur. Die ist aus Aluminium und hat extrem viele tolle Features. Ich meine, die Haptik ist klasse und durch LightSync habe ich alle Möglichkeiten, die Farben anzupassen. Die Akkulaufzeit ist natürlich ein absolut geiles Feature, sodass ich keine Kabel habe, die mich dann natürlich an irgendwie stören könnten. Und über die Laufzeit des Akkus muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen, weil das einfach so ewig lang hebt. Selbst wenn was sein sollte, ist da ein sehr, sehr robustes und strapazierfähiges Kabel dabei. Allerdings mit Micro-USB, das hätte ich jetzt in dem Preissegment eher mit USB-C gewünscht, aber das ist wirklich das Einzige, was mich so ein bisschen daran stört. Ansonsten ist die Tastatur einwandfrei. Also ich game natürlich nicht jeden Tag, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig hype drauf, aber das Ding ist cool. Und bevor jetzt alle ausrasten von wegen, ja, wie kann man denn eigentlich nur Gaming betreiben ohne Kabel und Wireless Gaming ist doch total bescheuert und ja, ich muss zugeben, ich war am Anfang auch absolut skeptisch. Aber im Endeffekt habe ich mich einfach dazu entschieden, das mal einfach zu wagen, weil auch Logitech gesagt hat, hey, die Produkte können das und die Latenz ist so gut, das merkst du gar nicht. Ich muss auch zugeben, die haben jetzt nicht übertrieben, weil das hier ist so gut gelöst, dass ich das eigentlich nicht merke. Und klar, vielleicht Profi-Gamer glaube ich schon oder vielleicht Streamer oder sonst was. Aber so für jedermann kann ich eigentlich das hier eher empfehlen, weil ich dadurch einfach keine Kabel habe, die mich stören sollten. Und auch die Latenz ist einfach so gering, dass es einfach echt gut ist. Und ich glaube auch in Zukunft wird sehr viel Wireless-Gaming-Peripherie rauskommen. Diese geringe Latenz könnte auch übrigens daher liegen, dass Logitech diesen USB-Stick mitliefert. Der arbeitet im Prinzip wie der Unifying-Adapter und sorgt für eine enorm stabile Verbindung. Die G95 gibt es natürlich in drei Versionen, also Clicky, Linear und Tactile. Und da solltet ihr einfach mal schauen, was jetzt eure Vorlieben sind. Manche Streamer, die stört es natürlich, dass wenn sie clicky und laut sind. Andere mögen aber das haptische Feedback. Also ja, da kann ich euch keine Empfehlung raussprechen. Aber schaut einfach mal auf der Website vorbei. Komplettiert wird das auch vom Mousepad in dieser Shroud Edition. Also die Größe fand ich gut und auch farblich passt es natürlich prima zum restlichen Setup. Der Grip ist klasse und auch sonst ist es eben ja, ein sehr gutes Mousepad, nicht mehr und auch nicht weniger. Bei der Maus habe ich aber ebenfalls die Logitech G502 Lightspeed. Und wie der Name schon sagt, ist sie ultra leicht und wem das jetzt nicht so gefällt, bekommt da eine kleine Box voller Gewichte, sodass jeder das ganz individuell einstellen kann. Das gilt übrigens auch für alle Tasten, denn dank G-Hub kann man jetzt jede einzelne Taste und die Sensibilität alles so einstellen, wie man das selber möchte. Ganz egal, was ihr nun zocken möchtet, gibt es hier einfach keine Grenzen mehr. In meinem Fall war es jetzt wirklich so, dass ich zugeben muss, der Monitor, der war einfach zu krass für den Alltag. Mich hat dann auch auf Dauer auch das Curved gestört, das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es cool ist bei der Größe, aber auch natürlich auch der Standfuß war so ein bisschen dann auf Dauer im Weg. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber es sind auch so Dinge, wenn man jetzt auch an diesem Schreibtisch vielleicht auch produktiv arbeiten möchte, dann war das einfach viel zu sehr Overkill mit 49 Zoll. Deswegen habe ich auch den zurückgeschickt. Es war eh nur eine Leihgabe von Samsung, aber der Monitor, ich kann mir vorstellen, bei Rennspielen und so weiter, da kann es wahnsinnig viel Spaß machen. So richtig empfehlen kann ich ihn aber jetzt nicht, vor allem auch nicht, weil der Preis so hoch ist und man kein 4 bzw. 5K bekommt, sondern eine etwas geringere Auflösung. Aber die ganze Funktionalität mit 120 Hertz und so weiter ist schon einen zweiten und dritten Blick wert. Checkt es gerne einfach unten in der Videobeschreibung einfach mal aus. Die Logitech G-Produkte wurden mir übrigens für dieses Video gestellt, deswegen vielen Dank an Logitech. Ich durfte trotzdem meine ganz freie Meinung dazu sagen und so wird es auch weiterhin bleiben. Und deswegen sage ich vielen Dank an euch fürs freundliche Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazu lernen können oder ein paar Produkte, die euch vielleicht gefallen haben. Falls ja, schreibt mir gerne in die Kommentare und dann nochmal vielen Dank an der Stelle. Abonniert gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. See ya. I, there goes a sight from my soul.